Nun kann man natürlich trefflich philosophieren über die Wunderwelt des Minimal Viable Products bzw. des Minimal Marketable Feature Sets. Die große Preisfrage ist, wie finde ich denn so ein Minimal Viable Product oder ein Minimal Marketable Feature Set? Also, Sie haben ja von Ihren Kunden jetzt sehr, sehr viele Anforderungen erfahren wahrscheinlich. Der Kunde hat vielleicht selber nur ein diffuses Bild von dem, was rauskommen soll. Und jetzt müssen Sie aus diesem diffusen Bild und den viel zu vielen Anforderungen irgendwie das rausdestillieren, was klein, aber nützlich ist. Was Kleines, aus dem Sie aber was lernen können. Und da würde ich Ihnen gerne eine Technik vorstellen. Die Technik stammt von Jeff Patton, nennt sich User Story Mapping und die ist so also weit verbreitet, das finden Sie praktisch in jedem Lehrbuch. Inzwischen. Also, wie finden Sie so ein Minimal Marketable Feature Set? Das wäre die erste Frage. Wir verwenden mal die Autobahnmetapher, auch die ist relativ weit verbreitet. Sie starten mit Ihrer Software mit einer Art Feldweg. Also, wenn Sie einen Weg durch den Dschungel finden wollen, nehmen Sie eine Machete und hacken sich da irgendwie durch den Dschungel durch. Und es ist eigentlich völlig egal, ob der Weg optimal war, ob er beschwerlich war oder nicht, sondern Hauptsache, Sie sind durchgekommen. Ne? Und irgendwann, früher oder später, wird das Ding ausgetreten und dann haben Sie einen Feldweg. Das sind Funktionen mit sehr viel manueller Arbeit noch drin, mit vielen Workarounds. Zum Beispiel würden Sie vielleicht gar keine Oberfläche anbieten, sondern sagen, der Benutzer muss mit einem SQL-Editor auf der Datenbank irgendwas eintragen. Also das könnte so ein Feldweg sein, beispielsweise. Dann bauen Sie das Ganze langsam aus, Sie bauen eine Pflastersteinstraße und dann haben Sie einige manuelle Implementierungen noch dazu, Sachen, die also das Leben deutlich einfacher machen. Und dann bauen Sie stufenweise auf, die Implementierung von Sonderfällen kommt dazu, Zusatzfeatures gibt es, also das ganze System wird zunehmend komfortabler. Und irgendwann haben sie die Autobahn gebaut. Also die Implementierung kann alles, was man so braucht, ist vollautomatisch, kann die meisten Sachen, ohne dass sie noch eingreifen müssen und rät sozusagen, was sie brauchen könnten. Also Komfortfunktionen kommen drin. Wichtig aber dabei ist, von A nach B kommen sie schon mit dem Feldweg. Das heißt, schon mit dem Feldweg haben sie erste Informationen darüber, ob das Zeug nützlich ist, was sie machen oder nicht, ob der Kunde das annimmt. Und sie verstehen das Problem, das sie lösen wollen, besser dadurch, dass sie so einen ersten Lösungsversuch haben. Also deswegen starten sie mit einem Feldweg. Beispiel mit der Straßenbahnmetapher. Feldweg wäre, als Buchhalter will ich meine Rechnungsdaten aus dem System kopieren können und dann macht er seine Rechnung selber mit der Textverarbeitung. Also macht ein Word-Dokument auf beispielsweise. Pflastersteinstraße könnte dann sein, als Buchhalter will ich eine minimale Rechnung automatisch erstellen und selber und aber selber versenden, dass ich sozusagen den Brief noch selbst ausdrucke und selber in den Umschlag stecke und den wegschicke. Asphaltierte Straße wäre dann, der Buchhalter kriegt eine ausführliche Rechnung aus dem System herausgelassen, mit allen Rechnungspositionen, allen Teilinformationen, die alles wird automatisch erstellt, aber er tötet das Ding immer noch selber ein. Und die Luxusfassung wäre dann, dass Sie vielleicht eine personalisierte Rechnung kriegen. Vielleicht können Sie noch einen Reklamenzettel beilegen, also Porto-Optimierung und solche Dinge machen. Und vielleicht kann ich den Versand auch automatisieren, also dass das Ganze automatisch auf die Druckstraße geht oder an irgendeinen automatisierten Postversender. Also, das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wie man sowas ausbauen könnte. Wie gesagt, das Standardverfahren, was man jetzt verwendet, um so ein Feldwege zu erstellen, stammt von Jeff Patton. Er vergleicht jetzt hier, hat es mal versucht zu visualisieren, wie inkrementelle Softwareentwicklung funktioniert. Also das Männchen hier denkt sich, er hätte gerne Mona Lisa und fängt dann an inkrementell, also Stück für Stück, diese Mona Lisa zu malen. Und dann haben Sie sozusagen ein Teilbild, da erkennen Sie aber nicht ganz, worauf es hinausläuft mit der Mona Lisa. Und dann bauen Sie sozusagen im maximalen Detaillierungsgrad das Ding Stück für Stück aus. Das ist so das Bild, was Jeff Patton von der inkrementellen Softwareentwicklung zeichnet. Nicht? Also Inkrement heißt ja, ein Stück für Stück kommt immer noch mehr Software dazu. Er empfiehlt es aber stattdessen eher dieses Autobahnmetapherige, hier nochmal in der Visualisierung von Herrn Patton. Sie machen eine Skizze und auf der Gesamtskizze ist schon mal die Mona Lisa zu erkennen. Ne? Also Sie kommen schon von A nach B, um bei der Autobahnmetapher zu bleiben. Und die Skizze wird immer weiter ausgearbeitet und immer komfortabler. Aber das Gesamtbild ist durchgehend sichtbar. Und das ist eben das Wichtige bei dieser Technik, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Also, wie geht's los mit dem User Story Mapping? Zunächst einmal überlegen Sie sich, welches Ziel hat der Benutzer? Das ist hier mit diesem eckig geklebten Klebezettel
dargestellt. Zum Beispiel, Projekt soll ausgeschrieben werden. Ich habe so ein durchgehendes Beispiel mit so einem Projektvergabesystem. Da kann eine Firma kommen und ein Projekt anbieten, was wir dann in der Hochschule Rosenheim machen. Und ein Ziel könnte sein, das Projekt ist ausgeschrieben und das ist natürlich nützlich für eine Persona. Und ich habe jetzt hier die Persona schon gleich mit reingeschrieben, die Petra Partnerin. Also das könnte eine Geschäftsführerin von einem Rosenheimer Unternehmen sein und die möchte gerne ein Projekt mit uns machen. Das heißt, diese Persona hat das konkrete Ziel, Projekt ausschreiben und dann überlegen sie sich im Team, das kann man wieder so mit so einer Klebezetteltechnik machen, also wenn sie in einem physikalischen Raum sind, können sie Haftnotizen verteilen und jeder überlegt sich, welche Schritte erforderlich sind. 5 Minuten jeder für sich, dann konsolidieren sie und erarbeiten dann die weiteren Schritte gemeinsam. Wenn sie es im Online machen, nehmen Sie zum Beispiel Miro oder Mural oder so, also so ein Online-Whiteboard-Tool. Also auch damit können Sie wunderbar arbeiten. All das haben wir schon mit Studenten ausprobiert, hat alles wunderbar geklappt. Sowohl in Präsenz mit Haftnotizen wie auch online mit Miro. Bei dem Brainstorming könnte rauskommen, was weiß ich, will mich bei einer Partnerfirma, die Partnerfirma will sich anmelden, man will Ideen generieren für Projekte, ich will den Projektinhalt irgendwie hinschreiben, ich will Studierende für mein tolles Projekt finden, ich will das Projekt vielleicht reviewen intern. Ich will, die Hochschule will vielleicht den Partner annehmen. Wir machen ja auch nicht jedes Projekt. Also, wir wollen einen Vertrag abschließen, welche Vertragsklappe per E-Mail versendet werden. Also, all so Sachen sind zu machen. Wichtig an der Stelle ist, das sind reale Welttasks. Also, das ist jetzt nichts, wo Sie schon die Software wüssten, sondern das ist alles, das passiert alles in der realen Welt. Also, dass die Partnerfirma sich anmeldet, die macht sich ja der Hochschule bekannt, oder Ideen generieren, das sind also alles reale Weltelemente. Schritt 2 ist dann, dass Sie sozusagen das Zeugs versuchen, in eine Struktur zu bringen, die also wo Sie eine zeitlich logische Abfolge haben. Jeff Patton nennt das diesen Narrative Flow. Das heißt also, womit geht's los? Peter Partnerin meldet ihre Firma an, sie überlegt sich ein paar Ideen, beschreibt ihre Projekte. Paula Professorin als zweite Person übernimmt dann und nimmt den Partner, also die Peter Partnerin dann an, also genehmigt es irgendwie, reviewt das Projekt, also überlegt sich, können wir das machen oder nicht, sucht ein paar Studenten, wer sie die hat, macht so einen Vertrag. Und wenn der Vertrag abgeschlossen ist, dann kann die Peter Partnerin diesen Vertrag auch abschließen. Und damit ist das Projekt dann an der Hochschule ausgeschrieben. Also auch das wieder eine zeitlich logische Reihenfolge von realen Weltaktivitäten. Also bisher sind wir noch in der realen Welt, das war ganz wichtig. Jetzt haben wir sozusagen die Skizze von der Mona Lisa, um bei dem Bild von dem Herrn Patton zu bleiben. Und was wir jetzt überlegen wir uns, welche Schritte davon sind eigentlich sinnvoll in Software unterstützbar. Und da kann man wieder brainstormen. Das sind so ein bisschen diese gelben Klebezettel hier, die Sie sehen. Welche Schritte kann man da machen? Also bei dem Partner anmelden, ich kann ihm Name und Logo da eingeben, ich kann meine Partnerschaft löschen wollen. Das könnte ja eine Softwareunterstützung sein. Ich will Fotos und Begleittexte pflegen. Sie sehen hier schon, das Zeug ist eventuell nicht alles gleich wichtig. Name und Logo und Anschrift ist wahrscheinlich wichtiger, wie ich klebe Fotos rein. Und bei der Projektbeschreibung, Projektname und Ansprechpartner pflegen ist vielleicht erstmal wichtig. Löschen sollte ich wahrscheinlich auch von Anfang an anbieten. Also Sie sammeln sozusagen, welche Features, welche User Stories könnten Sie brauchen, um diese reale Weltaktivität zu unterstützen. Das wäre sozusagen der nächste Schritt. Da entsteht also eine relativ lange Liste von allen Sachen, die in der Software stattfinden könnten. Also ein Feature Brainstorming, sozusagen, das ist so das, was Sie auch unter der Überschrift Anforderungen eigentlich in Ihrem Backlog stehen haben. Also all das, was hier gelber Klebezettel ist, ist eigentlich so ein Eintrag an Ihrem Product Backlog. So, und jetzt, was jetzt der spannende Teil ist, jetzt überlegen Sie sich, was wäre denn minimal? Was ist jetzt für die Petra Partnerin oder für die Gesamtorganisation am nützlichsten an dieser Stelle? Was könnte so ein minimaler Softwareumfang sein, mit dem man schon was Sinnvolles tun kann? Zum Beispiel könnte das jetzt in dem Fall sein, also ich will das Projekt ausgeschrieben haben und ich sage, naja, vielleicht kann ich ja das mit den Studis erstmal noch manuell machen, also dass ich die von Hand frage. Also brauche ich sozusagen die Studieeinbindung noch nicht sofort in der Software. Das heißt, ich überlege mir, naja, dann mache ich halt eine Partneranmeldung am Anfang, dass man so seine Ansprechpartner und die Projekte eingeben kann und dass die Paula Professorin vielleicht das Projekt sichtbar machen kann für Studenten. Und das wäre dann so ein erster sinnvoller Schritt. Das heißt, was Sie jetzt machen, ist, Sie versuchen zu sortieren. Sie nehmen also alle Requirements, alle User Stories, die Sie gefunden haben und versuchen, die so in logische Zusammenhänge zu gliedern.
und zu sagen, ja, was ist denn so das Minimalste? Und das, was Sie hier oben rausfinden, das ist klein und nützlich und das ist dann Ihr MVP. Und unten drunter finden Sie vielleicht weiter gruppierte Requirements, die Sie in weitere schlüssige Releases gliedern können, sodass jedes Release vielleicht ein eigenes Ziel kriegt, sowas wie Studis eingebunden, Komfortversionen, vielleicht gibt es andere fachliche Ziele, die man noch zusätzlich erreichen kann. Und dann gruppieren Sie jeweils die Requirements, die zu diesen Zielen beitragen, jeweils unter der Überschrift. Und in meinem Beispiel hätten wir dann drei Releases geschnitten, das Projekt, Projektausschreibung, Einbindung der Studis und so eine Komfortversion. Und so kommen wir sozusagen von der Skizze hier oben zu dem voll ausgemalten Gemälde oder von dem Feldweg hier unten zur Autobahn. Und Ihre Aufgabe besteht jetzt in den ersten Wochen darin, diese erste Zeile zu finden. Was ist das kleine, watzige Etwas, was dem Kunden nützt und womit man schon mal irgendwas Erstes Vernünftiges machen kann? Das wäre so dann die MMF-Idee. Sie könnten auch die MVP-Idee verfolgen und sagen, was ist der kleine, minimale Funktionsumfang, wo wir lernen können, was wir brauchen. Sie haben die Hypothese, das ist ein sinnvolles Produkt. Und wie können wir jetzt diese Hypothese am schnellsten mit einem hier gemachten Experiment belegen oder widerlegen? Also das wäre so ein bisschen eher so diese MVP-Idee. Also beide Sachen sind gültig. In unseren Studentenprojekten versuchen wir meistens eher so ein MMF zu finden. Und so eine kleine nützliche Software, die der Kunde für irgendwas brauchen kann. So, das war's soweit. Ich habe jetzt hier mal so auf die letzte Zusammenfassungsfolie verzichtet. Literatur dazu, also wenn Sie unter Jeff Patton googeln, finden Sie ein sehr schönes Buch aus dem O'Reilly Verlag zu dem Thema User Story Maps. Und es gibt eine ganze Menge schöne Videos auch, die die Methodik nochmal darstellen. Vielen Dank fürs Zuhören.